Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf GüstrowTV. Die Antragstellung für das Sofortprogramm gegen den Leerstand und zur Belebung der Innenstadt, beschlossen am 13. Juli diesen Jahres, ist nun möglich. Das Förderprogramm zielt darauf ab, die Güstrower Innenstadt zu stärken und Leerstände zu vermeiden, indem finanzielle Unterstützung für die Ansiedlung von Unternehmen im Innenstadtbereich geboten wird. Gewerbetreibende, die nach dem 13.07.2023 eröffnet haben, können unter bestimmten Bedingungen eine Förderung beantragen, einschließlich Zuschüssen für Anschaffungskosten und Mietzuschüssen. Weitere Informationen und Antragsdetails gibt es unter www.güstrow.de. Das neu gegründete Jugendparlament stellte sich auf der Stadtvertretersitzung vom 16. November vor. Frischer Wind in der Güstrower Stadtvertretung. Zur letzten Sitzung in diesem Jahr stellte sich unter dem Tagesordnungspunkt 8 das Jugendparlament der Balachstadt vor. Das hatte sich Anfang Oktober in Teterow gegründet. In ihm arbeiten 25 Mitglieder zwischen 11 und 26 Jahren aus Schulen und Jugendclubs der Stadt mit. Initiator und Träger des Jugendparlaments ist der Filmclub Güstrow e.V. Für die Gründung des Jugendparlaments erhielt der Träger eine finanzielle Unterstützung aus dem Zukunftspaket des Bundes. Der 16-jährige Ben Redisch stellt einige Ziele und Aufgaben des Parlaments vor. Ja, unsere Ziele sind, dass wir erstmal angehört werden in der Stadt und auch, sag ich mal, mitbestimmen können bei den Sachen, die für Jugendliche gemacht werden. Also für Skaterplätze, Spielplätze, für auch die Buslinien. Das so gesehen, weil auf gut Deutsch gesagt, sind es schlechte Buslinien. Wenn man ankommt, fährt der andere Bus schon weg, beim Bahnhof zum Beispiel. Und dass man da einfach, sag ich mal, die Busse bekommt und dass wir, sag ich mal, Güstrow auch wirklich verbessern. Als Stadtpräsident Andreas Ohm den Tagesordnungspunkt aufrief, nannten die Jugendlichen weitere Punkte. So will sich der 16-jährige Jan Erik dafür einsetzen, dass es einen Skaterpark und viele Volleyballplätze in der Stadt gibt. Ein Mädchen wünschte sich mehr Fußballvereine für Mädchen in der Balachstadt. Philipp, 18 Jahre alt, leitet eine Fußballgruppe in der Yellow Funbox. Vielleicht trainiert er bald ein Mädchenteam? Sharin, 15 Jahre, möchte im Jugendparlament mitarbeiten, um Güstrow besser zu machen. Ein Mädchen wusste schon, dass man für die Realisierung von Vorhaben auch Geld braucht und bat die Stadtvertretung, für das Jugendparlament ein eigenes finanzielles Budget in den kommenden Haushalt einzustellen. Seit seiner Gründung haben die Mitglieder des Parlaments bereits zahlreiche Termine und Veranstaltungen wahrgenommen. Und der Kalender ist noch voll. Am 24.11. den Freitag ist Lichterfest bei der Alten Molkerei von 16 bis 22 Uhr. Am Samstag fahren wir mit dem Jugendparlament nach Bützow zum Jugendrat. Und am 15.12. ist die Weihnachtsfeier vom Jugendparlament in Güstrow. Und nächstes Jahr gibt es schon einen Termin, das ist der 23.02. Da ist die nächste Parlamentssitzung. Zum Schluss überreichten die Jugendlichen der zweiten Stadträtin Mandy Marter die Satzung des Parlaments. Die Stadtvertreter verabschiedeten ihre jungen Kollegen mit viel Beifall. Des Weiteren wurde auf der Stadtvertretersitzung folgender Beschluss gefasst. In Güstrow könnte es in absehbarer Zeit einen zentrumsnahe gelegenen Mensch- und Hundebegegnungsplatz geben. Einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU und Die Linke stimmten 13 Stadtvertreter zu. 10 Stadtvertreter waren dagegen, einer enthielt sich der Stimme. Ausgearbeitet und eingebracht hatte den Antrag Alexander Wulff von der CDU-Fraktion. Das brodelt eigentlich schon seit Jahren in mir und immer mehr Kumpels, Güstrower Bürger haben mich gefragt, Mensch, könnte man nicht so einen Hundeplatz in Güstrow irgendwie schaffen? Und ja, da habe ich mich mal beigesetzt und überlegt, wie man das machen könnte und bin auf die Idee gekommen, dass man einen Mensch- und Hund-Begegnungsplatz ja auch schaffen könnte, zentrumsnah, wo sich halt der Hund austoben kann, wo halt die Menschen ins Gespräch kommen können und sich austauschen können, wo auch mal Leute, die halt nicht spazieren gehen können mit dem Hund, anderen Hunden den Hund in die Hand drücken können, dass sie spazieren gehen können mit ihm. In der Diskussion sprachen sich vor allem die Fraktionen SPD sowie FDP Grüne gegen das Vorhaben aus. Sie verwiesen auf bereits bestehende Hundeplätze. Alexander Wulff erklärte, dass es diese Art von Begegnungsmöglichkeit in Güstrow noch nicht gebe. Auf einem Areal mit verschiedenen Spiel- und Sportgeräten bzw. Hindernissen könnten die Vierbeiner spielen und toben, während Besucher die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen und auszutauschen. Der geschützte Raum sollte durch Weidenhecken oder Zäune abgegrenzt werden. Alexander Wulff schlug für den zentrumsnahen Mensch- und Hund-Begegnungsplatz drei mögliche Standorte vor. Dass wir einmal in den Wallanlagen in Güstrow, dann Achterndom und einmal zwischen dem
Platz oder beim Bäckerei Hornung und Eiskaffee Hahn. Da sind ja ein paar Wiesen noch frei, linke und rechte Seite, was der Stadt gehört, wird sich ideal anbieten. Da keine weiteren Vorschläge kamen, dürfte das Stadtentwicklungsamt diese drei Varianten prüfen. Als Kosten für das Vorhaben sollten geschätzte 70.000 Euro in den Haushalt 2024/25 eingestellt werden. Jetzt ist es nicht mehr lang, bis wir alle das erste Türchen des Adventskalenders öffnen dürfen. Und wie bereits im vergangenen Jahr, öffnen wir auch dieses Jahr auf GüstrowTV wieder täglich ein Türchen für Sie. Freuen Sie sich auf kleine Geschichten, Backrezepte, traditionelle Weihnachtskunst, kuriose Fakten und vieles mehr. Und auch zu gewinnen gibt es in diesem Jahr wieder etwas. Schalten Sie täglich ein und verfolgen Sie den Kalender gerne auch auf Social Media. Knapp 250 junge Polizeianwärterinnen und Anwärter der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege wurden vereidigt. Im August haben 127 Männer und 38 Frauen ihre zweijährige Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege begonnen. Im Oktober nahmen 26 Frauen und 50 Männer ihr dreijähriges Bachelorstudium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf. Sie alle legten jetzt in der Sport- und Kongresshalle vor ca. 1000 Gästen, darunter Partner, Eltern oder Freunde der zukünftigen Polizisten, den Diensteid ab. Nach der Begrüßung durch Dr. Stefan Metzger als kommissarischer Direktor der Fachhochschule hielt Innenminister Christian Pegel die Festrede. Zunächst freue ich mich ganz doll darüber und sage das auch deutlich, dass sich 242 neue Kolleginnen und Kollegen auf Weg in die Landespolizei machen. Und auf der anderen Seite gebe ich mit auf den Weg, dass sie einen der schönsten und abwechslungsreichsten Berufe, den wir wahrscheinlich haben, wählen. Aber damit natürlich auch eine große Herausforderung. Am Ende sind die Kolleginnen und Kollegen in Uniform, unsere Polizeibeamten und Polizeibeamten, die Visitenkarte des Rechtsstaates, des Staates nach außen. Wahrscheinlich ist das die Variante, wie Menschen am häufigsten den Staat wahrnehmen. Das Finanzamt besucht man nicht so häufig, heiraten tun die meisten ein, maximal zweimal. Aber Polizeikolleginnen und Kollegen, die werden oft mehrfach am Tag gesehen mit ihren Streifenwagen. Von daher sind die unser staatliches Gesicht und tragen damit eine tolle Verantwortung und umgekehrt eben auch eine spannende Aufgabe. Für die 241 Einstellungen hatten sich 1107 Frauen und Männer beworben. Ein Scharfrichter war oft der Eignungstest, der aus einem Diktat, einem Sporttest und einem kognitiven Leistungstest bestand. Herausgekommen ist ein recht junger Einstellungsjahrgang. Das Durchschnittsalter der Ausbildungs- und Studienanfänger beträgt 20 Jahre. Mit den Ergebnissen des Auswahlverfahrens zeigte sich der Innenminister sehr zufrieden. Es gibt ein sehr klares Auswahlverfahren, genau. Es gibt so Herausforderungen im Deutschbereich, vor allen Dingen im sportlichen Bereich, aber auch in der psychologischen Grundfestigkeit, weil der Beruf eben durchaus auch mental herausfordernd ist. Aber wir haben sogar bei den Kolleginnen und Kollegen im sogenannten mittleren Dienst, in der zweijährigen Ausbildung, noch Seminargruppen dazugebildet, weil wir eben eine große Zahl von sehr für uns gut geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern hatten und da möglichst keinen nach Hause schicken wollten. Von daher ist die Nachfrage weiterhin hoch. Die war vor 15 Jahren, wie in allen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen, natürlich höher als heute, weil viel mehr junge Menschen da waren. Aber wir freuen uns immer noch sehr, dass weit über 1000 sich beworben haben und dass wir am Ende jetzt mit dieser doch schönen Zahl starten dürfen. Und wie gesagt, dass wir sogar mehr Ausbildungsplätze schaffen durften, als wir zu ursprünglich glaubten, haben zu müssen. Während der Festveranstaltung begrüßte Bürgermeister Arne Schuld die Polizeianwärter mit herzlichen Worten in der Barlachstadt. Er appellierte an die jungen Leute, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in der Stadt zu nutzen. Grußworte richtete auch die katholische Polizeiseelsorgerin Christina Innemann an die angehenden Polizisten. Und schließlich verrieten zwei von ihnen, warum sie sich für den Polizeiberuf entschieden haben. Den musikalischen Part der Festveranstaltung übernahm das Landespolizeiorchester MV. Mit dem feierlichen Ableisten des Diensteides und dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne ging die Festveranstaltung nach 1,5 Stunden zu Ende. Ab dem 1. Dezemberwochenende startet bei Tannenmeier in Lüdershagen der Weihnachtsbaumverkauf. Die Öffnungszeiten auf einer der größten Plantagen in unserer Region sind an den Wochenenden von 9 bis 16 Uhr, ansonsten montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr. Der letzte Verkaufstag ist der 23. Dezember. An den Wochenenden werden zudem auch kulinarische Genüsse wie Wildfleisch oder Räucherfisch mit angeboten. Am Samstag liest der Weihnachtsmann in der Märchenecke im Weihnachtszelt Geschichten vor. Der Landkreis Rostock zeigte am Tag der Kinderrechte Flagge und betonte, wie wichtig dieses Thema ist. Am Montagvormittag, zum Tag der Kinderrechte,
Histe-Landrat Sebastian Konstin gemeinsam mit Dörte Schmidt, der Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses, sowie mit einer Schülervertretung des Brinkmann-Gymnasiums die blaue Flagge. Damit will auch der Landkreis Rostock ein deutliches Zeichen für Kinderrechte setzen. Dörte Schmidt findet es großartig, dass so auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird. Es gibt Krieg, es gibt Krisen, es gibt die Pandemie, also es ist immer irgendwas, was die Zukunft unserer Kinder auch bedroht. Und deshalb hat eben die UNICEF eben auch diese Kinderrechte 1989 im Übrigen schon ausgerufen, weil sie eben auch erkannt haben, dass Kinder besonderen Schutz bedürfen. Und Deutschland ist 1992 dem beigetreten. In Deutschland seien zwar viele Rechte schon umgesetzt worden, dennoch gäbe es immer noch etwas zu verbessern. Was aber zum Beispiel auch ganz wichtig ist und uns auch als Jugendhilfeausschuss, ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, weil viele Entscheidungen, die politische Entscheidungsträger treffen, die Kommunen vielleicht auch treffen, sind in die Zukunft gerichtet und finden leider nach wie vor unter Ausschluss der Kinder und Jugendlichen statt. Mit der Schaffung einer Beteiligungsstelle soll diesem Recht mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Kai Kieslich vom John-Brinkmann-Gymnasium sieht ebenfalls die Wichtigkeit des Themas. Kinder sind ja schon irgendwie die Zukunft unserer Gesellschaft und deshalb sollten wir uns um sie irgendwie besonders kümmern, weil sie ja auch am schutzbedürftigsten sind. Und deshalb finde ich es gut, dass wir heute hier stehen mit dem Landrat, um ein Zeichen als Landkreis für Kinderrechte zu setzen, weil es ja viele Regionen gibt, in denen Kinder es nicht so leicht haben wie teilweise hier. Und deshalb finde ich es gut, dass wir als mehr privilegierter Kreis darauf aufmerksam machen. Der Landkreis hatte auch Einrichtungen aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen. Und einige haben Rückmeldungen gegeben, dass auch sie das Thema aufgegriffen haben. Landrat Sebastian Konstin lädt ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ruhestand des Landkreises Rostock zu einer Weihnachtsfeier am 7. Dezember in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Kreishaus in Bad Doberan ein. Dafür steht zudem ein Zubringerbus von Güstrow zur Verfügung. Eine Anmeldung ist bis zum 27. November beim Büro des Landrates erforderlich. Hier geht es weiter mit unseren Kulturnews. Für große und kleine Theaterfreunde hat das Ernst-Barlach-Theater folgende Aufführungen im Programm. Willkommen zu den Kulturnews. Zu einer Einstimmung in den Advent lädt am 1.12. das Team vom Weinhaus im Hof ein. Ab 17 Uhr kann bei gemütlicher Atmosphäre ein Heißgetränk genossen werden. Zudem gibt es verschiedene Leckereien von der Steakwerft. Die Musikerin Rike Döring bringt mit ihren Liedern die vorweihnachtliche Stimmung zu uns. Am 2. Dezember lädt der Güstrow Tourismus e.V. um 15 Uhr zur weihnachtlichen Genusslesung mit den Güstrower Platznackern ein. Die plattdeutsche Veranstaltung präsentiert weihnachtliche Gedichte und Geschichten von John Brinkmann, Fritz Reuter und Richard Tano. Kaffee und Kuchen regionaler Erzeuger ergänzen diese Lesung. Anmeldungen sind bis zum 29. November telefonisch unter 03843 681023 oder per E-Mail an info@güstrow-tourismus.de möglich. Die Backfee Sabrina öffnet am 3.12. wieder die Wildparktüren zur Weihnachtsbäckerei und freut sich auf viele backfreundige Kinder. Unter Anleitung wird der Teig zubereitet, die Lieblingsformen werden ausgestochen, Plätzchen gebacken und nach Lust und Laune dann verziert. Gebacken wird in der Zeit von 11 bis 14 Uhr und es wird gebeten, seine Lieblingsausstecher und ein Nudelholz mitzubringen. Herr Mommsen, und wie bequem ist es, das also Sofa? Ich muss sagen, wer da schon alles aufgesessen hat, ist das gar nicht durchgesessen. Also nee. Geht gut, wunderbar. Ja. Und die Haare so schön, wunderbar. Oh, danke für das Kompliment. Ja, also, gerne. Deine sitzen aber auch sehr gut. Ja, ich war ja vor Ihnen auf dem gleichen Stuhl, Herr Mommsen. Ja. Ja, geht doch. Ich bin ja gern unter Leuten. Immer mittendrin, da, wo dein Leben spielt. Weil Sie haben die Handykinder zu Hause, der kennen die das, oder? Wenn du dich mit meinem Sohn verabreden willst, dann musst du 5-mal telefonieren. Das erste Mal ruft er an und fragt, wann wollen wir denn los? Ne? Gut, dann machst du mit ihm eine Zeit aus.
Dann ruft er kurz bevor er losfährt, ruft er an, er fährt gleich los. Klar. Von unterwegs muss er mal eben Bescheid sagen, wie er denn so durchkommt. Kurz bevor der da ist, ruft er an, er wäre gleich da. Und denn du siehst den schon, wie der auf dich zukommt. Da ruft er noch mal jemand und fragt, na, wo bist du gerade, du? Hör auf. Sie merken schon, ich kann mich manchmal schwer zurückhalten. Aber was in meinen Kopf reinkommt, das will da auch wieder raus. Ich habe zwar nicht von allem Ahnung, aber zu allem was zu sagen. Das macht meine Frau wahnsinnig, aber das Publikum und die Veranstalter glücklich. Willkommen beim Sport. Die Rostock Seawolves gewinnen zum dritten Mal in Folge im FIBA Europe Cup. In einem emotionalen Heimspiel vor 2.500 Zuschauern in der Stadthalle Rostock sicherten sich die Wölfe einen 86-81 Erfolg über den litauischen Vertreter Jonava Seabed. Auch in Güstrow wird Basketball gespielt, und zwar traf die Mannschaft des SV Einheit Güstrow kürzlich auf das Team von Grün-Weiß Schwerin. Am vergangenen Sonntag traten die Basketballer des SV Einheit Güstrow in den gelben Trikots gegen Grün-Weiß Schwerin an. In der Sporthalle auf dem Gelände der Fachhochschule konnten sie ihr Punktspiel in der Herrenlandesliga West absolvieren. 10 Jahre lang hatte es in diesem Bereich kein Basketball in Güstrow im Spielbetrieb gegeben. Spielertrainer Toni Wendorf erzählt, wie es nun doch wieder zu einer Mannschaft gekommen ist. Na, wir waren mit einigen, die jetzt auch heute hier aktiv sind, lange Zeit noch in Rostock im Spielbetrieb. Und haben uns dann gefragt, warum wir in Güstrow das einfach haben nicht mehr aktivieren können. Und wussten um so einige, die Lust hätten, und haben dann angefangen, das Ganze nochmal wieder in Gang zu bringen. Leute gefragt, versucht eine Hallenzeit zu bekommen und sind dann jetzt wieder seit diesem Jahr aktiv im Spielbetrieb. Die Mannschaft zeigte schnell, dass sie Erfahrung hat. Nicht nur im Umgang mit dem Ball, sondern auch das gemeinsame Spiel klappte gut. Die Mannschaft aus Schwerin punktete zwar mit ihrer jugendlichen Frische, doch gegen die geballte Erfahrung war sie in großen Teilen des Spiels einfach machtlos. Nach den ersten 10 Minuten stand es bereits 24-11 für die Güstrower. Auch der Trainer zeigte sich begeistert von seinen Jungs. Bisher sind wir sehr zufrieden. Wir haben eine sehr gute Leistung bisher aufs Parkett gebracht. Im ersten Spiel waren wir nicht ganz so zufrieden, heute läuft es viel besser. Basketball ist ein schnelles Spiel, bei dem auch schnelles Reaktionsvermögen notwendig ist. Beispielsweise, um dem Gegner den Ball abzunehmen. Dazu sind Geschwindigkeit und die Ballwurfgenauigkeit bei diesem Sport entscheidend. Die Männer aus Güstrow zeigten, was sie können. Ob Freiwurf oder aus dem schnellen Spiel heraus, sie holten Punkt für Punkt. Wie ist es um den Basketballsport im Land Mecklenburg-Vorpommern bestellt? Wir sind in der Landesliga in 2 Staffeln eingeteilt. Leider sind dieses Jahr in den beiden Staffeln jeweils nur 3 Mannschaften. Und dann gibt es noch eine Oberliga, die auch mit 4 oder 5 Mannschaften nicht so doll besetzt ist, wie es erhofft war. Und wir hoffen einfach, dass der Aufschwung im Land weitergeht und wir ein paar mehr Mannschaften jetzt an den Start bekommen noch. Letztlich zeigte die Mannschaft des SV Einheit Güstrow ganz deutlich, was sie kann. Die Männer gewannen das Spiel mit 81-32 Punkten und stehen damit weiterhin an der Spitze der Landesliga West. Ihr nächstes Spiel haben sie am 17. Dezember gegen die Müritz Pikes zu absolvieren. Vorgenommen haben sie sich zumindest einiges. Wir wollen einfach für uns eine zufriedenstellende Saison spielen, dass wir das spielen, was wir können, was wir im Training zeigen, dass wir Spaß dabei haben. Was am Ende dabei rumkommt, werden wir sehen. Wenn es natürlich irgendwas zu feiern gibt, wäre es auch schön. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda haben die Basketballer der Barlachstadt einigen Zulauf bekommen. Eines der Probleme der Sportler ist, in Güstrow neue Hallenzeiten für das Training zu bekommen. Derzeit trainieren die 10- bis 18-Jährigen gemeinsam. Ein nächstes Ziel ist, eine Jugendmannschaft zu gründen. Dann müssten die Größeren aber separat trainiert werden. Derzeit gibt es 35 Mitglieder in der Sektion Basketball beim SV Einheit. Die Basketballer treten auch in der Oberliga Ü35 im Land an.
In dieser Liga wird es am 14. Januar ein Spiel gegen die Rostock Seawolves zu Hause in Güstrow geben. Dann könnten sie sicher einige Anfeuerungen gebrauchen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überwintert der GSC 09 Abteilung Fußball im Landespokal. Im Achtelfinale konnten sich die Herren mit 3:1 gegen den FC Förderkader René Schneider durchsetzen. So kann es jetzt auch im regulären Ligabetrieb weitergehen. 4 Spiele stehen für dieses Jahr noch auf dem Programm. Beim Landessporttag, dem höchsten Gremium im organisierten Sport Mecklenburg-Vorpommerns, wurde der Förderantrag zur Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED im Güstrower Speedway-Stadion zugestimmt. Nun kann der MC Güstrow den Förderantrag beim Landesförderinstitut einreichen. Guten Tag, mein Name ist Wilfried Minnig aus dem Hagebaumarkt Güstrow. Ja, wer es noch nicht gemerkt hat, der merkt es jetzt. Es wird abends wieder früher dunkel. Und damit man nicht im Dunkeln sitzt und im Dunkeln munkeln muss, haben wir im Hagebaumarkt das Thema Licht einfach mal in den Fokus genommen. Wir haben ein umfangreiches Angebot an Leuchten, von der Wohnraumleuchte über die Industrieleuchte bis zum Büro. Aber ganz besonders stolz sind wir darauf, dass wir im Bereich LED-Leuchten und dekorative Leuchten ganz weit vorne mit dabei sind. Von den ganz kleinen bis hin zu den ganz großen ist alles dabei. Für jeden Geschmack, für die Elektrik, für die Beleuchtung. Wenn es ums Licht geht, kommt zu uns. Bei uns ist es meistens an. Willkommen beim Wetter. Heute Abend überwiegt eine dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 2 und 3 Grad. In der Nacht klart der Himmel auf bei Werten um die 0 Grad. Bis zum Nachmittag bleibt es am Samstag vielfach wolkig, gebietsweise kann sich die Sonne aber durchsetzen, die Temperaturen liegen zwischen 0 und maximal 3 Grad. Am Abend und in der Nacht ist es ebenfalls leicht bewölkt bei Werten zwischen 0 und minus 1 Grad. Es wird immer kälter. Am Sonntag ist es bis zum Nachmittag locker bewölkt, die Temperaturen liegen zwischen 1 und minus 1 Grad. Am Abend ist der Himmel wolkenfrei bei Werten zwischen minus 1 und minus 2 Grad und in der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus 4 Grad. Hier geht es weiter mit unserem Best-of. Wir wünschen viel Spaß und ein schönes Wochenende. Willkommen in der Steakcraft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also kommt vorbei!